Wie finanzieren sich Studierende ihren Alltag? Wir wollen von jungen Leuten wissen, wo sie arbeiten und für was sie ihr Geld ausgeben. Ja, ich arbeite bei einer Liegenschaftsverwaltung. Einfach so einen Studijob, wo ich eigentlich ein flexibles Pensum habe. Ich gebe einfach 2-3 Mal in der Woche Nachhilfe. Ich arbeite nebenbei in einem Fitness am Wochenende. Ich arbeite 60% neben dem Studium in einem Büro, wo die Bildungsbranche aktiv ist. Gastrobereich, einfach aushelfen, Stundenlohn, genau. Was macht ihr nachher mit dem Geld? Ja, ich werde noch ein bisschen sparen, dass ich auch irgendwann einen WG habe. Hauptsächlich für die Miete, Krankenkasse, auch immer ein Thema, Ausgang. Für das Sparen und ja, einfach alltägliche Sachen, auch Kleider. Mathe hauptsächlich und Essen. Versicherung, Kleider und dann Ausgang. Und so. Miete, Steuern, Versicherungen. Das sind alles neue Verantwortungen, die auf dich zukommen, wenn du studierst oder einen Studentenjob hast.